Wie ihr seht, habe ich gute Laune. Das liegt daran, dass ich nach 14 Tagen auf See endlich wieder festen Boden unter den Füßen habe und hier bei mir zu Hause bin. Heute sind wir im Esszimmer, im Katzen- bzw. Katerbereich, denn wir haben seit ein paar Wochen einen neuen Mitbewohner. Sein Name ist Weasley. Er kommt aus dem Tierheim Bergedorf und hört überhaupt nicht auf seinen Namen. Wie ihr hier seht, bin ich ein großer Keith Haring-Fan. Oder wir sind wir große Keith Haring-Fans. Genau. So, kommen wir zu der ersten Frage. Die erste Frage kommt von Hylia. Ob sie nun echt ist oder gefaked, sei mal dahingestellt. Ihr war es ganz furchtbar wichtig zu wissen, welche Drogen ich mal genommen habe. Nun, sagen wir mal so, liebe Hylia, das wäre ja, als wenn man jemanden für ein 10 Jahre altes Foto ständig darauf reduziert, dass er sich mal mit Leuten getroffen hat, die heute in weiten Teilen der Welt als Diktatoren, Despoten und Autokraten gelten. Nun, welche Drogen ich genommen habe, machen wir es einfacher, Hülya. Welche habe ich nicht genommen? Die zweite Frage kommt von Wendy Meyer. Und zwar fragt er mich: Joschka, was tust du dir in deiner Hafermilch, dass du morgens so gut aussiehst? Und damit hast du die Frage auch schon selbst beantwortet. Ben, verzichtet einfach auf Milchprodukte und ihr verzichtet auf Blähungen und bekommt glänzendes Haar und Gesichtshaarwachstum. Die dritte heute zu beantwortende Frage kommt von Timo Imhoff und er fragt mich, wofür ich stehe. Nun, wofür immer der Wähler und die Wählerin steht. Das waren noch klare, verbindliche Aussagen, finde ich. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag und vergesst nicht zu tanzen, denn das hätte Jesus auch gewollt.